Und das finde ich halt voll süß. Dass du dir das so gemerkt so hast, schön. Pancho. Also, nein, nicht schön, dass sowas vorgeschoben wird. Finde ich eigentlich schade. Cortez heißt sie, glaube ich. Absolut schade. Aber Reisen, das soll man nicht aufhalten oder so? Ja, habe ich Ihnen auch gesagt. Ja, aber er war halt einer von den Leuten, die im Kreis gegen mich gehetzt haben. Ach, einer von den acht da, ja. Ja, ist doch gut, wenn die selber gehen, oder nicht? Ja, du, Das wie ist gesagt, doch. ich finde es schade. Absolut. Wenn wir einen fähigen Mitarbeiter verlieren. Ja, klar. Aber steht das MD übers Ganze. Das ist, ne, also. Wie viele sind denn noch da von diesen acht? Das Ich wollte eigentlich schon einen wichtig. Feierabend machen. Wieso? John hat mich aufgehalten. Nö. Das siehst du. Dann beantworte ich dir die Frage mit meiner Standardantwort auf sowas. Ich möchte dich nicht anlügen, daher werde ich nicht auf diese Frage antworten. Ich hätte jetzt auch nicht gefragt, wer es noch ist. Nein, spielt doch keine Rolle. Eben. Damit die Informationen, ja, Nö, kannst du es echt nicht kann allzu ich viel nichts anfangen. anfangen. Nö. Kann ich auch nicht. Und mein kleiner innerer Monk kickt gerade. Erstmal Tag. Na, na? Oh. Hätte ich nicht gedacht, dass du es schaffst. Man munkelt, ich kann doch gar nicht so scheiße Auto fahren. So, Was, Ladies was? first, du tankst. Wieso muss ich heute ständig tanken? Wie Harriet ist so eine Dame, die ist für viel. Was ist hier jetzt wieder passiert? Macho, du glaubst nicht, wie sehr diese Aussage, Harriet ist passiert, tatsächlich stimmt. Ja? Ich werde hier auch liebevoll Harriet, was soll schon passieren, Spengler genannt, ja? Kennst du eigentlich eine gute Location am Strand, die was hermacht? Wo man gut den Sonnenuntergang sehen kann? Also wahrscheinlich auf der westlichen Seite dann? Wo man zum Beispiel sich trauen lassen könnte? Am Strand. Ja, ich kenne da eine richtig coole Stelle. 065 außer Dienst. Check. Weil, zum Schönes Beispiel. Feierabend, Hi, ihr habt ihr Süßen. Süßen. Hallo, Funkdisziplin. Den Norden kenne ich nicht so. Weißt du? Die Tracy da jetzt alleine rum. Ich verbinde mit diesem Ort einiges. Mit welchen? Reicht dir gleich. Ah, du zeigst mir jetzt nicht die Stelle, wo du den Abgang gemacht hast. John. Haben wir schon wieder eine Katze hier im Auto? Ich habe eine Katze hinten drin. Die habe ich vorhin reingepackt. Die habe ich mit Connor auf der Straße aufgesammelt. Habe ich vergessen. Die ist noch hinten. Scheiße. Ich glaube, die kriegt langsam Hunger. Willst du sie mal rausschmeißen? Ich kann es versuchen. Mann, ich kletter kurz hinter. Gute Nacht, Patsche. So, jetzt habe ich sie aus dem fahrenden Fahrzeug gebracht. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich, John. Wirklich. Rennt du. Ja, jetzt liegt sie wieder an Bei mir. über 100 km/h eine Ja, Katze ist schon klar, rausschmeißen, das schon klar, stimmt schon mit dir klar. nicht.
Schon klar. Übrigens hier, das ist auch so eine Location, da wollen wir wohl die Feier machen. Achso, ja, das hatte ich nämlich als Idee gehabt, diesen Beach Club da. Genau, genau. Damit wir, also Labour-Mansion ist ja irgendwann ausgelutscht nach 2, 3 Hochzeiten da. Auch wenn es immer noch die coolere Location ist, sind wir ganz ehrlich. Ja. Aber da wollen wir wohl die Feier machen, ja. Ja gut, aber Beach Club im Dezember ist auch nicht so das Wahre. Tja, soll ich in Bikini kommen? Was Warmes? Doch, du hast gesagt, ich soll in Bikini kommen. Also, du hast gesagt, das würdest du gerne sehen. Ich frage mich, wie krank du sein musst, um das sehen zu wollen, aber ja. Und da unten. Ist er denn wirklich Strand? Oder ist er nur Stein? Nee, da ist Strand. Ansonsten gibt es ein paar Liter bestimmt auch schöne Fleckchen. Zweifel. Die Glühwein stand. Ich würde es ja ein bisschen fühlen, wenn es dann zufällig gerade geschneit hat und einfach Schnee liegt am Strand. Einmal in die Ehe schlittern. Quasi, ja. Oh, das ist aber knapp mit Strand, ha? Huh? Ah, ja, reicht doch, da vorne. Da ist ein bisschen mehr. Also, mehr Strand, nicht mehr, mehr. Don! Oh Gott. Soll ich wirklich wieder in die Klippe runterfallen? Wirklich? Soll ich? Ich lass dich liegen, wenn du es machst. Ich lass dich liegen, hervorragend. Ja, klasse. Ah. Fragst du dich wahrscheinlich, wie zum Teufel ich das jedes Mal schaffe. Es ist auch ein bisschen steil. Ist ein bisschen wenig Strand, aber es ist halt schön abseits, ne? Mhm. Das heißt, wenn man sich hier... Wenn man sich hier hinstellt... Ja? Ist ja leise. Wenn man sich hier hinstellt, wird man auch nicht gesehen. Das... Soll ich fragen, warum du das so genau weißt? Ah, den Strand da hinten kenne ich auch. Und die Klippe. Ja, ja. Deswegen. Dachte ich erst, du führst mich zu deinem Unfallort. Nein. Bin ich denn irre? Ja, vielleicht. Schon ein bisschen. Oh. Ja. Schon ein bisschen? Ein bisschen, ja. Warum? Weiß nicht. Was habe ich denn in der letzten Zeit so Irres oder Verrücktes gemacht? Irgendwas mit besoffen Golfkart fahren, habe ich gehört. Da sind die Eichhörnchen schuld. Ach, die Eichhörnchen, ja. Die auch das Straßenschild auf die Straße gestellt haben, ne? Hab ich auch gehört. Ja. Deswegen so viele Eichhörnchenburger im Kühlschrank. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das war... Also eigentlich war das eigentlich nur als Gag, um Nuri zu ärgern. Gedacht. Aber die 4.500 Dollar fand es mir wert. Ach Gott, das wird... Oh Mann. Sind Harry hat mir sogar einen Sonderpreis eingeräumt. Sonst wären es 5 gewesen, ne? Huh? Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. War schon witzig. Ach, schön war das. Ehrlich. Synchron. John. Ernsthaft. Willst du es wieder provozieren, ja? Ach Gott. Ach Gott. Nein, dieser Stock. Nicht ein, bevor du angehalten hast. Ich lerne aus meinen Fehlern, John. Ich lerne aus meinen Fehlern.
Gott. Da! Oh Gott. Du hast einfach nicht so viel Spaß an sowas, wirklich. Ich hätte ja heute beim Sporttest mitgemacht, aber ich konnte nicht, durfte nicht. Erstmal, ja? Warte, ich darf nie wieder diesen RTW verlassen. Hat eindeutig zu viel Spaß an sowas. Ja, auch der RTW würde durchpassen. Sehr gut. Gut, dass wir das wissen. Dom hat ja ein Problem mit Fliegen, aber nicht mit Bootfahren, ne? Könnte auch einfach auf so einer Insel hier. Weißt schon. Eine Insel? So eine Insel. Also eine kleine Insel, du weißt schon, was ich meine. Ja. Problem ist mit Booten, ist schwierig, ne? Also, weil die treiben halt weg. Ah, okay. Gar nicht. Entweder du kommst nicht mehr weg oder, ja, die treiben weg. Du schwimmst. Im Dezember. Im Brautkleid, klar. Doch Bikini-Hochzeit. Ja, doch, ja, siehst du? Spricht immer mehr dafür. Wenn du mir außer Dienst ein bisschen mehr angucken. Wenn du nichts gegen hast. Achso, ja, also passiert ja offensichtlich nichts mehr. Wir sind sowieso die Letzten. Wir sind die Letzten. Oh. Sind wir diese komischen Leute unterwegs, die nachts irgendwelche Roller und Autos auf die Straße stellen? Das ist wirklich... Übrigens, da ich ja aktuell die Roller, die ich mir mal gekauft habe, ich glaube, ich habe jetzt 8 oder so, unangemeldet, aktuell nicht brauche, werde ich es übrigens so machen, dass ich am Sonntag, bevor Dom nach Hause kommt, die einfach alle dahin stelle, wo er sonst sein Auto stehen hat. Weil aktuell steht da gar kein Auto mehr. Das ist doch nicht schlimm. Ah ja, genau. Ich stelle einfach alles vor und sage, ja, nee, also Platz für dein Auto ist jetzt leider nicht mehr, das tut mir wirklich leid. Ich würde gerade sagen, soll ich dich hochfahren nachher? Das war kein Nein. Alles klar, mache ich. Das können wir aber erst am Sonntag machen, sonst musst du dich ja jeden Tag bewegen. Nein, ich hätte dich jetzt mit dem Auto hochgefahren. Was? Wie, wo hoch? Ich hab doch schon. Wie viel soll ich mir noch kaufen? Nein, ich hätte dich nach Hause gefahren. Ach so. Ich dachte, du willst gucken. Nein. Also ja. Wir gucken gleich, außer Dienst. Ja, genau. Dann gucken wir uns das Kleid an, dann suchen wir ein Kleid für mich und dann. Ja. Hast du gerade ja gesagt? Kannst gerne eins haben, wenn du möchtest. Bezahl dir das. Ich frage das einmal. Möchtest du über diese Brücke gehen? Nein. Also, dass ich bei sowas ziemlich schmerzbefreit bin. Ja, weiß ich. Nein, nein. Möchtest du das? Nein. Aber dann hat mir jetzt hier, dass er das Haus jetzt verkaufen möchte. Oder verkauft. Deswegen wollte sie ja auch die Möbel mitnehmen. Hast du das eigentlich gemerkt? Was bitte? Hattest du dir das eigentlich gemerkt? Was? Ja, ich habe sie auch direkt daraufhin angeschrieben. Mhm. Und ihr einmal... Ach, Mann. Warum? Gehst du mit mir Gassi? Super lieb bei dir. Ja. Muss ja auch meinen Auslauf irgendwie... John. Meinen Auslauf irgendwie kriegen. Ich muss ehrlicherweise... Bei den neuen RTWs habe ich noch keine Tür kaputt gemacht. Ne? Bin sehr stolz drauf. Habe ich noch Bargeld dabei?
Nein, 0,0. Ich kann dir 15 Dollar leihen. Genau, du weißt, was ich will. Leihen. Leihen, ja, die brauche ich wieder. Investierst diese ins Medical Department. Ja gut, okay. Jetzt, wo wir den Kühlschrank nicht mehr füllen müssen, ist das okay. Dann investiere ich das gerne in Carbosch. Ich glaube, Alice Auto Repairs ist nicht mehr da. Nee, aber so passt es. Eigentlich müsste es passen. Ja, das Problem hatte Connor vorhin auch. Tatsächlich. Also, für mein Empfinden. Ah. Regnet wieder. Was regnet? Von oben, in der Waschanlage, ja. Genau. Ich fand es übrigens schön, wie dieser Katastrophenalarm tatsächlich das gesamte MD zusammengetrommelt hat. Fand ich super. Ja. Hat gut funktioniert. Ja. Und dann passierten Dinge. Ich habe schon gehört, dass ihr dann 5 Leichen gefunden habt. Ja, aber das Bake hier kam an und es gibt bis keine Obduktionsberichte, es gibt nichts. Mhm. Hab auch schon gehört, dass sie sich da sehr gut eingemischt haben. Ja. Ach du Scheiße. Lua Naga Briela Lua. Vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ich dachte gerade kurz schon versucht, das in dem anderen. Halt die Laststelle ab. Jo, mach ich. Ah, oh, jetzt ist keine Wetter. Löschen wir noch kurz alles raus hier. Drin. Ach, Tracy wird jetzt auch außer Dienst gehen, das macht das nicht alleine. Mach ich denn? Woody. Tracy? Ja, bitte. Ja, wir wollen Feierabend machen. Ziehst du mit oder bleibst du noch und tust du nix? Naja, ich schreibe halt Akten. Check. Oder habt ihr irgendwas vor? Nö, nicht wirklich. Also Bettchen und so. Ja gut, das ist ja dann irrelevant für mich. Wir reden gleich, wenn wir oben sind. Punktdisziplin. Check. Ist aufgehoben. Hey Tracy. Hey Tracy. Hallo. Wir zwei gehen jetzt außer Dienst, ich habe die Leitstelle abgemeldet, ja. Ja, deswegen ist die Frage, ob du, stell dich sonst einmal in den Nebenraum, dass man dich nicht sieht, wenn du die Akten fertig schreiben musst. Nicht, ja. Was, wie ich meine? Ja, Moment, ich wollte sowieso was fragen. Ja. Ab welchem Rang kann man Akten eigentlich löschen? Gar nicht. Das ist blöd, weil dann gibt es jetzt eine doppelt aus Versehen. Ja, mein Gott. Ja gut, dann ist es halt. Dann schreib's halt, mach in die Akte in Querverweis aufeinander, schreib halt Akte doppelt angelegt rein und wie auch immer, unten in Kommentare vermerke. Okay. Ja gut, mache ich dann gleich auch noch. Gut. Ja. Dann machen wir jetzt Feierabend. Okay, ja. Enjoy, Tracy. Ciao. Ich muss mal kurz was gucken. Platz ist neu. Tum, 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 tum. Ich habe heute so oft das Outfit gewechselt, ich weiß immer gar nicht mehr, was ich gerade anhab. Aber diese Pflanze ist wirklich neu. Lauf da ständig gegen. Was?
Also ich findest du die Kunstwerke auf meinem Arm? Ach du Scheiße, der andere Arm ist ja auch. Oh mein Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Also muss mir gleich mal, warte, ich komme mir zum Umziehen. Ich will gleich mal zeigen. Wie viele Tattoos wollen Sie? John so? Ja. Feuer und Flamme? Schon mal ein Tuch für dich, dass du, wenn du sabberst. Na, warte. Ja, ich merke ja schon. Die Dollar gehen wieder los. Soll wieder sabbern, wenn du dich ausziehst. Ja, das wird immer besser. Wirklich. Also andere war schon cool, aber das sieht echt cool aus. Mit der Pille. Das macht nix. Und nichts, das verboten. Wir tun nichts, das verboten ist. Richtig. Das sieht echt cool aus. Habe ich auch nicht gedacht, aber es kann trotzdem verstörend sein. Warte, lass uns mal. Wo bist du denn, Tracy? Ich glaube, Behandlungsraum 1. Was Harriet sagt. Und was ist jetzt verstörend? Dass irgendwer sich aussieht und jemand anders dann sabbert. Richtig. John zieht sich aus und gibt mir ein Sabbertuch. Absolut richtig, hast du gehört. War absolut richtig. Geht diese Voltaren-Geschichte jetzt schon wieder los? Dieser Teil hier unten, das sieht echt cool aus. Ja, aber ich muss hab mir sagen lassen, ich sollte die Uhr dabei ausziehen. Ist auch noch was drunter? Da hat der Amalia mir gesagt, dass die Uhr so ein bisschen stört. Tatsächlich. Fällt mir. Sieht gut aus. Ja, mit der Pille oben, ne? Ja, yeah, die kenne ich ja schon. Leonora hat die ja auch. Die ist wichtig im MD. Ich merke das schon. Ja. Hätte die auch fast mir stechen lassen. Aber das Schöne ist ja, dass Popcorn immer Unikate macht. Das heißt, es ist egal, ob jemand anderes auch die Pille hat. Es ist nicht das gleiche Tattoo. So, Tracy, einen schönen Feierabend. Ja, dir auch. Ciao, oder Tracy. Euch. Ciao. Es ist deutlich besser als die anderen Tattoos, die er auf Brust und Rücken hat, Connor. Das ist quasi mein Vergleich. Ja. Das Ding ist halt, ich kann mich nicht von Popcorn tätowieren lassen, weil Popcorn immer mehrere Folien nimmt. Wenn ich ein Tattoo machen würde mit Harriet, dann so ein einziges, so ein kleines, nur Oberarm oder so. Also diese Musiknoten auf der einen Seite oder maximal dieser Kopfhörer mit den bunten Streifen auf der anderen Seite. Deswegen kann ich mich nicht von Popcorn tätowieren lassen, weil das macht er nicht. Ja, warte. Ist offen oder zu? Jetzt ist zu. Müsste ich nebeneinander sehen. Hey, der Spruch des Tages. Ja? Willst du einsteigen, dein Kleid passt zu meinem Auto. Wow. Mensch, John, du bist ja wieder richtig in Fahrt. Oh Gott, das ist. Ich bin Single, ich muss wieder üben. Ja, ja, ich merke das schon. Du bist das Versuchsobjekt. Ja, super. Guck mal, ich steige auf jeden Fall ein. Hat schon mal funktioniert. Das Kleid passt tatsächlich sogar zu seinen Haaren, hast du schon gemerkt? Safe, dass uns die Cops anhalten? Kommt drauf an, wie schnell du fährst? Nicht schnell. Die Farbe ist übrigens echt cool. Also von dem Auto. Ja, du siehst die Farbakzente gerade gar nicht. Nee, tu ich auch nicht. Bei Tageslicht musst du sehen, der hat das Blau in die Strohstange mit eingearbeitet, also in die Trittbretter unten, der hat eine blaue Kante. Ja. Er hat im Kühlergrill so eine blaue Linie mit drin. Cool. Und in der Lippe vorne, unten drunter, hat er eine blaue Linie. Das ist echt gut gelungen. Hat Victoria echt gut gemacht. Cool. Die liebe Vicky, die mich versetzt hat. Und ich bin sauer auf sie. Ich sag jetzt nicht, würde dir nie passieren, John, dass du jemanden versetzt. Nee, der hat mir versprochen, mich zu entführen, auf die positive Art und Weise. Und ich wollte wissen, was es ist. Ach so, und dann hat sie gekniffen, oder was? Ich weiß es nicht. Ja. Das werden wir noch ausdiskutieren. Ja, aber vielleicht macht sie das ja noch, oder hat sie einen Tag gesagt? Nö, doch, irgendwie, keine Ahnung. Ich vergesse. Wow, ich mir sowas merken würde. Genau. Das heißt, du beschwerst dich über was, was vielleicht noch passieren könnte, weil sie dir gar keinen Tag gesagt hat. Ich beschwere mich nicht. Nee. Ich das ist gerade halt ein bisschen schwierig.
Victoria also, ja? Ist Victoria also. Mhm. Oder Januri? Was bitte? Also, stopp, wo bist du gerade? Bei deinem Single-Dasein, das du auskostest. Ja, und was hat sowohl Victoria als auch Nuri? Naja. Nuri ist eine Kollegin und ja, mittlerweile sogar sowas wie eine Freundin. Na, wie süß. Ist doch schön. Ja, ich schon wieder. Ja, ich weiß, dass ich das vorhin schon mal anprobiert habe. Ja, ich weiß. Meckern Sie nicht. So, warte mal. Das sollst du die Kombination merken. Sie ist schon wieder nur ein Unterwäsche da. Ist das irgendwie so ein Ding von dir? Also. Ja, vielleicht mache ich das einfach gerne, John. Vielleicht mache ich das einfach gerne. So, noch nichts sagen, bis ich alles anhabe, ja? Ich guck weg. Es ist eine Kombination. Hart ausgesucht. Weil das wirklich schwierig ist mit Wortleitern, ich sag's dir. Das wär's. Noch ein bisschen Schmuck dazu, aber. Ja. Also, ich würde sagen, für meinen Geschmack wäre es ein bisschen zu freizügig. Ja, also, das Ding ist halt. Warte mal, also, nicht, dass ich dir gerne auf die gucke, was ich ja nicht tue. Nein, ist bedeckt, ja. Sehr gut. Nee, also, wenn ich von der Seite gucke. Ja, okay. Ich verstehe schon. Verstehst du die Problematik? Ich verstehe schon. Okay, pass auf, warte. Es hängt immer von der Perspektive, vom Blickwinkel ab. Ja gut, das sehe ich ja nicht. Das ist ja ganz praktisch. Oh, warte. So, das war das und das war das. Pass auf. Alternative, was auch noch irgendwie stylmäßig gehen würde, wäre das hier. Ich finde aber, das passt nicht so gut zu mir. Und ganz ehrlich, dieser komische Beinschlitz, ja? Der geht einfach gar nicht. Dieses Kleid ist einfach irgendwie ein bisschen zu doll mit irgendwie, also ein bisschen zu steif, finde ich. Ja, und dieser Beinschlitz, der kann ich nicht, dafür muss ich es kaufen. So. Könnte also sein, dass der Beinschlitz verschwindet, wenn es kauft. Nein. Tut er nicht. Habt ihr es ausprobiert? Ich hab das bei Peyton gesehen, das ist Peytons Kleid. Ach so, okay. Ja. Alternative wäre das. Oh nein, auf gar keinen Fall. Genau, das dachte ich mir auch. Oder das, mit dieser Schleppe. Ja, das kommt mir wie bekannt vor. Mhm. Nee, das ist ein anderes. Du meinst, warte, das war, hatte ich auch gefunden, die Kombination aus dem. War nicht. Besser? Nein, das ist ein Rock. Ich finde ihn nicht mehr. Ja, aber das andere ist halt wirklich einfach, das ist komplett übertrieben. Deswegen ist die, muss man sich so ein Brautkleid eher selber zusammenstellen. Dieses hier übrigens, ich jetzt anhabe, wird dir demnächst begegnen, aber nicht an mir. Leonora? Mhm. Aber zu ihr passt das voll, finde ich. Tatsächlich. So, und weil man sich das dann zusammenstellen muss selber, habe ich halt dieses Unterteil einfach gefunden. Dachte mir, vielleicht kann man da ein Kleid draus machen. Weißt du? Aber da so ein Oberteil finden, ist halt wirklich, wirklich schwierig. Also, wie gesagt, ich nicht, dass ich nicht gerne hingucke, ist ja okay, aber die einzige Alternative, die ich noch hätte, wäre das. Gut, das ist halt ganz klassisch. Richtig. Schlicht und also wäre mein Favorite an dir. Dazu ja? Was, ein bisschen Schmuck. Ja, der Vorteil ist daran, da kann ich sogar Schmuck dazu anziehen. Ja, ja, deswegen. Halt, also ich, wenn ich noch ein Veto abgeben darf, ja, klar. Wäre ich für diese Kombi. Geht da. Ach nee, da gucken die Träger durch. Ja, das ist natürlich kacke. Schade. Nee, also gerne schulterfrei. Das ist ja okay. Und dazu halt ein schönes Kettchen. Ich, also wie gesagt, ich finde, also ich bin da eher so der Freund vom Klassischen. Weißt du, was passiert hier gerade mit mir?
Dass du der Freund vom Klassischen bist. Nee. Oder dass du Frauen... Okay, pass auf. Ich kaufe das Oberteil einfach mit. Was hältst du davon? Überleg mir das. Ha. Der Vorteil, ha, guck mal, das ist ja mega. Dadurch, dass ich ja quasi... Das ist ja super. Also Schätzchen. Ich habe ja quasi zwei Termine. Also Schätzchen, lass uns doch mal einmal drüber. Also. Ja. Ja, also ich finde, das klassische Schätzchen deutlich besser. Also wirklich deutlich. Also Süße. Ja. Hottie, Sweetie. Ja, das schon. Kannst du doch nicht machen, dass du mit deinen Dingern das so herumschwänzest. Und also, nee, die Leute so dir in die Augen gucken, Schätzchen. Was passiert hier? Ja, wenn du einmal dort anfängst schon, du kannst nie wieder aufhören. Ich schwör's dir. Lass es lieber. Du kannst nie wieder aufhören. Es macht so viel Spaß einfach. Es macht einfach so viel Spaß. Nein, ich bin Grumpy John. Ich bin Grumpy John. Ich hab keinen Humor. Warum kannst du das so gut? Das war ja großartig. Oh Gott. Und du hättest das Gespräch zwischen Cooper und mir miterleben sollen. Oh. Ja, ich hab leichte Eindrücke bekommen bei dem Telefonat, ja. Das passiert jeden Abend mittlerweile. Alter, KP ist so gut, ne? Ich fühle mich immer an, eine gute Nacht zu sagen. Um Gottes Willen. Sehr schön. Ich habe tatsächlich eine Idee, John. Ja. Ich habe ja quasi zwei Termine. Ja? Ich kann das eine ja quasi für Dom anziehen, bei der Trauung. Er freut sich da bestimmt drüber. Und das andere einfach bei der Feier. Das mit dem Freiheit den Möpsen? Ja, Freiheit den Möpsen, genau. Wo ich mich nicht drin bewegen darf, weil sonst rutscht irgendwas raus, richtig. Ja gut, gibt dafür Heftklammern. Naja, also ich nehme hier so, gibt da so Klebeband für die Haut. So doppelseitiges. Ja, quasi, aber halt hautfähig. Ach, ja, Nüstern. Dann bist du verheiratet. Passiert ja nichts mehr. Wow. Jetzt hätte ich eine Überlegung wert. Ich überlege es mir. Aber wie gesagt, das Oberteil habe ich und hatte das auch schon überlegt. Ja, das nehme. Ja, also ich finde, das definitiv das Klassische, also die Kombination, finde ich, steht dir irgendwie besser. Dazu noch ein schöner Haarschmuck. Da wird es schwierig. Aber was haben die hier eigentlich? Es gibt immer nur so Bandanas. Bandanas? Bandanas und so. Ne? Drei sowas. S. Super. Bandanas. So ein schönes Basecap dazu vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Fühle ich bei dir. Oder so ein Beanie. Ja. Ich kann den Andreas machen. Hallo Andreas. Ich wollte es gerade sagen. Mit Teufelchen. Super. Ist ja großartig. App, Kopftuch. Was ist das? Achso. Okay. Toll. Paletti-Kappen. Ja, perfekt. Genau so sehe ich mich. Hallo Juri. Oder ein Reiterhelm. Setzen davon. Das ist ein Reiterhelm. Das ist ein Fach mit Reiterhelm, ja. Sieht wie aus wie ein Baseballhelm, ne? Ja, nee. Ja, das war's an Kopfbedeckungen hier. Komm, wir fahren nochmal kurz zum Friseur. Ich habe eine Idee. Stimmt, du wolltest das letzte Mal schon zum Friseur, aber du hast immer noch die gleiche Haarfarbe, den gleichen Frisur schon. So, nichtsdestotrotz. Dankeschön für die Raid, Janus Time. Gerade ein bisschen Brautschau gemacht mit unseren Brautzeugen. Hätte ich trotzdem gerne mal eine Erläuterung von dir. Ja. Zum Thema Single-Dasein und Nuri. Ihr macht halt viel zusammen. Hätte sein können. Nö, tatsächlich machen wir nicht viel zusammen, lustigerweise. Ja, auf der Arbeit schon. Ein Abend, ja, das ergibt sich halt im Moment. Ja, ist doch gut. Nein, ich versuche gerade einfach nur zu fragen, wo das herkommt dann wieder. Ja, einfach nur, weil ich zum Beispiel, war das gestern oder so, oder heute sogar, dass er RTW zusammen hatte und dann RTH zusammen. Da kommt das einfach her. Ja gut, sie hat Flugangst und ich habe sie gezwungen, sie ist beim mordsmäßig sauer. Wow, warum zwingst du immer Leute mit Flugangst zu fliegen? Wirklich, John, was ist das mit dir? Nein, es ist eine Therapie. Es ist eine Therapie. Wir sind Meister der Schocktherapien, oder? Wo ist denn der Friseur eigentlich? Ich weiß nicht, ob der hier tatsächlich einen Praktikanten hat, wenn du dahin willst. Okay, dann zeig mir mal, welcher einen Praktikanten hat. Also Medusa hat auf jeden Fall einen Praktikanten. Das ist auch gar nicht so weit weg.
Ich musste ja zwischendurch, als ich mit KP die Rollen getauscht habe, habe ich mich auch immer kurz zum Praktikanten, kurz Farbspray drauf machen lassen, anderes Outfit anziehen und dann wieder zurück. Das war so großartig. Ah. Also ich finde es wieder faszinierend, also deine Reaktion. Sorry, ich komme da nicht drüber weg. Welche Reaktion jetzt wieder? Ich sag Victoria und da hast du schon wieder irgendwelche Gedankengänge. Wieso denn nicht? Es ist doch nichts Schlimmes. Nein, ich finde es halt faszinierend. So dieses, Wie sagt der Amalie, Single bleiben Stress vermeiden. Ja, ist doch gut. Also selbst wenn du Single bleiben möchtest, kannst du ja trotzdem Interesse an den entsprechenden Frauen haben. Muss ja nichts Festes sein. Nee, das, so bin ich nicht. Na gut. Also das ist, bin definitiv nicht ich. Weitermachen. Ich habe auch das Gefühl, da hängen immer die gleichen Leute rum in diesem Fitnessstudio. Echt? Ja, wir haben wohl kein Zuhause. Wahrscheinlich. Leben da quasi. Wahrscheinlich. Na, jetzt bin ich gespannt. Hast du $35? Ach, scheiße, Bargeld. Warte. Wo ist ein Automat? Ah, nee, ich hab nur noch 5. Scheiße. Ich weiß, dass da hinten um die Ecke einer ist. Jetzt quasi andere Richtung. Ja. Nämlich genau da. Übrigens bist du nicht die Erste, die mich darauf angesprochen hat. Ja, so wie du darauf reagiert hast, dass ich das getan habe, habe ich mir schon fast gedacht. Nö, ich find's halt lustig. Also. Ach, hier sind auch welche. Es amüsiert mich halt wirklich. Ich brauche auch ein bisschen Bargeld. Jetzt auf Nuri oder auf Victoria? Ich schulde dir noch $15. Möchtest du $15 zurückkriegen? Nein, ich möchte bitte keine $15 zurückkriegen, danke. Bitte nicht. Warte, da kriegst du 15 einzelne Dollar von mir. Wow, ernsthaft? Ernsthaft? Gut, dachte schon. Willst du jetzt wieder rüberfahren? Ja, du fährst rüber, okay. Nein? Nein. Das ist gar nicht abgeschlossen. Ach. Dachte, das Auto war teuer. Willst du wissen, wie teuer? Nein. Ich möchte nicht über Geld reden. Ich möchte sie aber sagen. Na gut, sag's halt. 125. Ach Gott. Gebraucht dann? Nein. Ach neu, okay. Neu. Gottes Willen. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Schon richtig. Wie sagte mal jemand, das ist so eine schöne Chief-Karre, ne? Ist es das? Ja, das ist halt elegant und doch ein bisschen sportlich. Ja, gut, doch, ja. Warte. Gut, was machen wir denn da? Jetzt bin ich gespannt. Nee, das fühle ich halt nicht irgendwie. Jetzt so von... Was Blondes meinst du? Ja. Ja. Wenn du dann noch andere Highlights reinmachst, wäre das halt jetzt wirklich komisch aus. Braun steht dir auch. Ist natürlich jetzt nicht so ein extrem krasser Unterschied. Nee, aber es ist halt irgendwie wie eine Wiedererkennung so. Ich bin ja dafür. Ich kenne ja jemanden mit dieser Frisur. Nicht in der Farbe, aber... Hast du aber eine verdammt hohe Stirn schon. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Lipgloss. Ja. Ein bisschen Make-up, ne? Also wenn du es nicht so übertrieben pink machen würdest,
So, jetzt also ist so, so will ich bei dir auf der Hochzeit auftauchen. Ich werde dir nichts verbieten, John. Sehr schön. Okay. Dass das gerade ein ganz, ganz großer Fehler war, diese Aussage zu tätigen, ist dir bewusst, ja? Was bekomme ich denn? Ich habe ein Problem. Kurz. Ah, Gott sei Dank. Meinst du? Ist das ein Problem? Nee, 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 das fühle ich nicht. Ja, ich habe das Hochzeitsoutfit. So, dann warte mal, dann machen wir noch einen kleinen Spiel. Scheiße, wieso passt dieser Bart so verdammt gut zu dieser Frisur? Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich so falsch an. So falsch. Der Vor war besser zu der Frisur. Kotlin, sehr schön. Ja. Gut, ich glaube, wir lassen das. Ich glaube, es ist besser, wenn wir das lassen. Ich glaube, es bleibt alles so, wie es ist. Es fühlt sich falsch an. Ach Gott. Also ich habe heute dann auch mal schwarz und blond ausprobiert. Nicht meine Favorites. So, und nun? Bettchen? Jo, soll ich dich rumfahren, ja? Ja, gerne. Ich weiß eh wieder nicht, wo mein Roller steht. Ich glaube, der steht sogar noch zu Hause. Siehst du mal. Dann kann ich dich nicht rumfahren. Es tut mir leid. Nimm ein Taxi. Ah, um die Uhrzeit. Also noch ein paar Leute wecken. Nein. Kommst du da drauf? Nein, komm, Spaß beiseite. Aber knapp. Ja, müde und so. Also, du bist dann heute, warte mal, heute insgesamt die vierte oder fünfte, die mich drauf angesprochen hat. Ach, echt schon? Ja. Ich hab sogar SMS gekriegt dazu. Ja gut, dann verstehe ich deine Reaktion. Find's einfach nur lustig. Ja, genauso, weil wir auch viel Zeit miteinander verbringen, dass wir was miteinander tun. Ja, du, das ist am Anfang auch, ne? Ernsthaft? Ja, klar. Also das ist tatsächlich nicht bei mir angekommen. Kannst du mal sehen. Weißt du, dass Frauen und Männer keine Freundschaften führen können? Das funktioniert ja nicht. Da muss ja immer was dabei sein. Definitiv. Ja. Ich würde gerade sagen, kannst ruhig draußen stehen bleiben auch. Jetzt kratzt du dir nicht dein Auto. Ja. Oh Gott. Zum Glück ist keiner da. Vielen Dank, John. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao. John! Es ist keiner da. Die Hupe klemmt, ja. Nachmittag kommt doof, ich merke das schon. Geh einfach. Oh Gott. Oh. Er kann so anstrengend sein. Oh, endlich.
Wollt ihr nur vor anderthalb Stunden ins Bett? Oh, das war lustig heute. Das war wirklich lustig heute. Oh, gerne wieder. Bin immer für Bewerbungsgespräche zu haben. Aber wir können ja auch ganz easy. Sieht ja keiner. Ups. Das aussehen. Das passt dann ja auch schon. Where? Arm. Ach ja. Ich vergesse immer die Schuhe, weil ich sie nicht sehe in dieser Ansicht hier. Du sollte ich mich ausziehen. Huch! Auf einmal so klein. So, Isoe, tut mir leid. 4 Uhr nicht ganz geschafft, aber ich hoffe, 3.30 Uhr ist okay. Na, komm schon. Ja, okay, Petrik. Hervorragend. Ah, das ganze Bett für mich. Was ich jetzt mache? Ja, okay. Wollte ich gar nicht. Oh, ich habe die... Ah, falsche Animation draufgelegt. Ah, das müssen wir direkt mal ändern. Hm. Ach, hier. Deswegen. Ja, nee, das kann ich. Kann ich mal aufstehen? So. Ah, perfekt. Alles meins.